Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Feierstunde, in der wir Maria als jene ehren wollen, die uns Jesus geschenkt hat, und in der wir um ihre Fürsprache sie bitten wollen. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, gerne bin ich wieder hierher gekommen in den Dom, um mit Ihnen Maiandacht zu feiern. Vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir. Wenn ich an Maiandacht denke,
dann verbinde ich damit auch viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit und meine Jugendzeit. Blühende Bäume voller Duft, lauer Abend, die untergehende Sonne, wenn die Maiandacht beginnt, und die schönen Lieder in der Kirche. Angesiedelt an der Schwelle zum Abend ist die Maiandacht genau das Richtige, was wir brauchen, um in die Nacht hineinzugehen. Die Botschaft der Maiandacht ist der Trost, den nur der Glaube schenken kann und den wir brauchen, wenn es rund um uns dunkel wird. Obwohl das Ganze so viele Jahrzehnte zurückliegt, habe ich heute noch das Lied im Ohr, das bei uns in der Dorfkirche immer als letztes bei der Maiandacht gesungen wurde. Maria, breit den Mantel aus. Dabei ist mir als Kind immer eine Assoziation gekommen, wie mich nämlich als Kind meine Mutter nach dem abendlichen Baden in ein großes Badetuch eingehüllt, die Stiege hinauf ins Bett getragen hat. Eine schöne Assoziation an den großen Mantel Marias, mit dem sie uns in ihrer mütterlichen Fürsorge umhüllt. Der Glaube soll ja immer mit dem Leben verbunden bleiben und sich nicht allein in die Gedankenwelt verflüchtigen. Deswegen ist es immer gut, auch daran zu denken, ganz konkret, wie Maria Jesus geboren hat, so wie es uns die heutige Lesung eben geschildert hat. Maria war die Erste, die Jesus Raum in dieser Welt gegeben hat. Bei meinen Reisen durch Italien habe ich festgestellt, dass in den großen Kulturstädten die Hauptkirche, der Dom, die Kathedrale immer ein Marienpatrozinium hat, also der Mutter Gottes geweiht ist. So beispielsweise im Dom zu Florenz, zu Pisa, zu Siena, zu Mailand, zu Neapel und in Palermo, um nur einige zu nennen. Um sich festzumachen in Jesus, haben diese Menschen in ihrer Stadt der Mutter Gottes einen besonderen Platz eingeräumt. Im Blick auf meine eigene Biografie habe ich dann festgestellt, dass ich auch immer im Lichtschein der Mutter Gottes leben durfte. Aufgewachsen im Schatten von Maria Lugau, wohnte ich während meiner Gymnasialzeit im Marianum Tanzenberg, eine Institution, das Bischof Josef Kahn der Mutter Gottes geweiht hat. Die erste Kirche, die mir gegeben, also beauftragt wurde, sie zu betreuen, war auch eine Marienkirche, Maria Himmelfahrt in Gmünd. Während meines zweiten Studiums lebte ich 4 Jahre in Santa Maria dell'Anima. Und vor 34 Jahren hat meine Schwester einen Buben das Leben geschenkt und hat ihn auf den selten zu hörenden, aber schönen Namen Marian getaufen lassen. Ich denke, wenn wir der Gestalt Marias in unserem Leben einen Platz geben, dann geht es um
uns um einen geerdeten Glauben. Also einen Glauben, der darum weiß, dass unsere Hoffnungen und Zuversicht nicht der Fantasie entspringen, sondern festzumachen sind in dieser Welt, an Orten und an Zeiten, vor allem aber auch an Personen. Nicht zuletzt eben auch an Maria, die uns Jesus geschenkt hat. Was sie in irdischer Weise als Irdische getan hat, das setzt sie jetzt als Himmlische auch noch weiter fort, indem sie uns hilft, Jesus in unserem Herzen zu beheimaten. Dass uns das immer besser gelingen möge, dazu möge sie uns mit ihrer Fürbitte helfen. Amen.
Sei gegrüßt, Maria, von Gnade berührt. Du weißt den Weg, der zum Himmel führt. Du hast den geboren, der Lebenskraft gibt. Du sahst ihn am Kreuz, der den Tod besiegt. Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Du Urbild der Kirche, dir vertrauen wir. Du hörst sein Wort, das Erlösung bringt. Die Liebe des Vaters, der alles Übel bezwingt. Sei gegrüßt, Maria, von den Völkern verehrt. Du bist die Mutter, die Glauben uns lehrt. Du zeigst uns den Sohn, der erlöst und befreit, und bahnst uns den Weg durch die irdische Zeit. Sei gegrüßt, Maria, du helfende Frau, mit Gott für uns die Not der Menschen schau. Beschütze und hilf in den Sorgen des Lebens. Wer auf Gott vertraut, ruft niemals vergebens. Durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt mit Freude erfüllt. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne und behüte euch der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.